Ja, auch die schlechten Sachen müssen mal gefilmt werden. Wir sind heute unterwegs und haben jetzt seit 11 Uhr kein Hotel mehr. Wie spät ist jetzt eigentlich mittlerweile? Wir haben auch kein Internet mehr. Jetzt ist 14:15 hier. Jetzt versuchen wir irgendwo in irgendwelchen Dingern unsere Koffer unterzubringen, dass wir bei der Bus fährt erst um 12:15 Uhr, also 0:15 Uhr nach deutscher Zeit. Und ja, ein Paket haben wir jetzt gefunden. Wir haben schon überall rumgefragt seit 2 Stunden bei Hotels und sonstigen. Das geht vor allem nicht mit Bargeld, steht drauf. Ja, mit Kreditkarte dann. Nur mit ID-Karte oder so, das passt immer. Oh, shit. Okay, auf jeden Fall, wir versuchen die irgendwo unterzubringen und gucken, müssen wir gucken, sonst unseren ganzen Tag damit rumrennen. So, wir haben es jetzt geschafft nach. Wie viel Uhr ist es jetzt? 1:30, 2:00. Ja, wann sind wir los? Um 11? Ja, seit 11 bis 14 Uhr. Schade, kann man nicht hoch. Sind wir jetzt unterwegs gewesen und haben versucht, unsere Station bzw. jemanden zu finden, der unsere Pakete nimmt. Hier unsere, unser Gepäck. Und ja, das hat jetzt geklappt und zwar direkt an der Busstation, wo wir hin müssen. Wir waren zwischendurch sogar im Nyong Kin mal kurz drin, also im Bo-Institut. Aber ja, wir mussten jetzt dann weiter, weil wir haben gedacht, vielleicht können die das nehmen. Aber da heute irgendwie war da ein Event. Und jetzt kommen wir erstmal zu Greffen, dann gucken wir mal, was wir machen. So, jetzt sind wir im Go-Museum. Und ja, geil hier zu sein, nachdem ich schon des Öfteren einfach, wow. Geil, nachdem ich eigentlich schon des Öfteren ja, den Anime vergöttet habe. Hammer gut. Oh, cool. Das ist aber nett. An die Sturmbahn. Und ja, ich komme doch noch mal in den Genuss. Sogar Street Fighter 2 gibt's hier noch. Ja, kommt wieder. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass man online spielen kann und dafür legt man hier seinen Passport auf und da wird online gespeichert, wenn du hier am Automaten gewinnst oder verlierst, kannst du dir Items kaufen etc. Alles ist ganz interessant, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und wir trommeln heute auch mal ein bisschen, wie die anderen YouTuber, alle. Blau ist außen quasi so draufschlagen. Wer von euch weiß, welches Lied die zwei jetzt trommeln, schreibt es in die Kommentare. Langsam kommt sie in Fahrt und schafft es auch. Wir sind jetzt zwischen Shinjuku und Shibuya und die Straße gefällt mir auch ziemlich, vor allem jetzt bei Nacht ist auch richtig viel los. Wir hatten ganz viel Spaß in der Spielhalle und jetzt gehen wir wieder was essen, ne? Wie so die ganze Zeit im Block, das geht ja um nichts anderes. Und dann um 12 geht's weiter in den Bus, in den Fernbus nach Osaka. Osaka. Da werden wir drin schlafen, insofern dass es geht, weil wir gemerkt, dass wir alle schnarchen wie Schwein und dann müssen wir mal gucken. Alles blinkt und ist laut. Genauso gefällt mir das. Die Straße ist voll meins, ey. Wir haben auch gerade im Laden eine gesehen, die war komplett tätowiert bis zum Hals und hat auch am Arm und musste es halt komplett alles verbinden, ne, dass man das halt nicht sieht, aber richtig krass. Und okay, Alter, Café ab 16, okay. Hier gibt es auch ein Roboter-Restaurant, by the way. Also wir haben uns jetzt mal überlegt, dass wir jetzt mal den Burger King ausprobieren und ich finde schon die allein die Fanta immer geil. Und Cheeseburger, Chickenburger ist jetzt nichts Besonderes, Pommes für um die 10 Euro. Eine kleine Portion, muss man echt sagen. Da Cheesy Balls und das ist das Besondere,
einen Avocado-Burger. Das finde ich schon ganz geil eigentlich. Aber naja, wir schauen mal, wie es schmeckt. So, jetzt ist es mittlerweile kurz vor 11. Wir sind mega fertig. Nein. Jetzt warten wir noch auf unseren letzten Bus nach Osaka. Und da werden wir hoffentlich ein bisschen drin schlafen können, weil die Fahrt geht 8 Stunden sowas. Ja, knappe 8 Stunden. Und da müssen wir versuchen, ein bisschen zu schlafen, weil wir haben ja kein Hotel. Go war ganz cool. Und jo. Das haben wir vorhin gegessen, Burger King. Burger King Essen war ziemlich komisch, aber auch geil. Also der Avocado-Burger war ganz geil, fand ich. Da waren so richtige Avocado-Stücke dran, so richtige Scheiben halt. Und ansonsten Hotdog? Naja, nicht so gut. Nicht so gut? Ja, und ansonsten... Die Cheese-Dinger sind hier, ja, Camembert. Ja, Camembert sind so die cheesy Chili-Cheese-Nuggets da. Chili-Cheese-Balls sind hier irgendwie so Camembert, aber... Geht vorhin ganz klar. Ja, 本日ご乗車のバス、ウィーラーエクスプレスカット乗務員、浦野と申します。